Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video stelle ich euch die USS Wyoming vor. Zuerst einmal zu dem geschichtlichen Teil. Die USS Wyoming gehört zu der Wyoming-Klasse, welche als Vorgängerklasse die Florida-Klasse hatte und als nachfolgende Klasse die New York-Klasse. Zu der Wyoming-Klasse gehören die USS Arkansas und die USS Wyoming. Beide Schiffe sind Schlachtschiffe der United States Navy. Diese beiden Schiffe kamen sowohl im Ersten und im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz. Durch die immense Größe im Gegensatz zur Florida-Klasse, welche ca. 20% mehr Platz brachte, war es auch möglich, einen sechsten Geschützturm auf der Wyoming-Klasse anzubringen. Somit konnte diese Wyoming-Klasse insgesamt 12 schwere Geschütze mit sich tragen, was zu der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg doch eine beachtliche Menge an Kanonen war. Die USS Wyoming wurde am 9. Februar 1910 auf Kiel gelegt und lief am 25. Mai 1911 vom Stapel. Die USS Arkansas und die USS Wyoming wurden beide im Ersten Weltkrieg zur Beschützung der Hochseeflotte auf dem Weg nach Scapa Flow genutzt. In Scapa Flow haben sich die Arkansas und die Wyoming zum größten Teil fast selbst versenkt. Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden die Arkansas und die Wyoming dann aber wieder aufgebaut und zum größten Teil modernisiert. Die USS Arkansas und die USS Wyoming wurden zum größten Teil nur dafür genutzt, um Strandabschnitte zu beschießen, wie zum Beispiel in der Normandie oder in der Schlacht um Iwo Jima. Die USS Arkansas und die USS Wyoming haben in ihrer gesamten Dienstzeit an keiner Schlacht teilgenommen, weder direkt noch indirekt. Im Gegenteil, sie wurden zum Ende des Zweiten Weltkrieges beide fast ausschließlich zu Trainingszwecken und als Übungsschiff genutzt. Wie gesagt, die einzigen beiden Einsätze waren der Beschuss der Normandie und der Beschuss von den Strandabschnitten in Iwo Jima. Nach ihrer Zeit als Trainingsschiff und sogenanntes Schulschiff wurde die USS Wyoming am 1. August 1947 außer Dienst gestellt. Nach der Außerdienststellung blieb ihr nur noch die Verschrottung übrig, was natürlich sicherlich darin geendet hat, dass die Geschütze und neue, modernere Schlachtschiffe einfach viel zu sehr auf die See gedrückt haben und sie einfach viel stärker waren als diese Schiffe, die dann doch schon fast 35 Jahre alt geworden sind. Was natürlich ein ziemliches Alter für ein Schiff ist, wenn man sich auch überlegt, dass sie im Pazifik und in der Normandie eingesetzt wurde, hat sie doch in ihrem Leben eigentlich ziemlich viel gesehen. Das Schwesterschiff, die USS Arkansas, wurde bei Atombombentests am 25. Juli 1946 in Baker versenkt und hat damit das Ende der Wyoming-Klasse eingeläutet. In dem Spiel wird über die Wyoming nur in zwei kurzen Sätzen etwas gesagt, und zwar die Indienststellung 1912, Schiffe in der Serie 2, was ja auch richtig ist, was die Arkansas und die Wyoming sind. Und beschrieben wird das Schiff mit den Worten: ein typisches Schlachtschiff der ersten Generation der US Navy. Das Schiff war für damalige Verhältnisse sehr ausgeglichen. Im Gegensatz zu den Vorgängern war das Schiff mit vielen Hauptbatterien ausgestattet, die eine längere Feuerreichweite hatte. Ein turbinengetriebener Antrieb konnte für das Schlachtschiff eine recht solide Geschwindigkeit erzeugen. In World of Warships befindet sich die Wyoming auf der Stufe 4, hat nach meinen Erfahrungen eine ziemlich starke Kanone. Also alle sechs Türme sind ziemlich genau. In dem Spiel selber hat die Wyoming 305 mm Geschütze. Sie sind um 180 Grad drehbar und können mit HE oder AP schießen. Die Hauptbatterie besteht natürlich wie im Original aus sechs Türmen,
zwei 300 5 mm Kanonen, was einen ziemlichen Knall erzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir persönlich gefällt die Wyoming sehr gut, bis auf die Tatsache, dass das Schlachtschiff einfach eine zu geringe Reichweite hat. Die Feuerrate beträgt in dem Spiel ungefähr 2 Schuss die Minute. Die Dauer für die Kehre von den Türmen um 180 Grad sind 48,6 Sekunden. Sie hat eine Höchstgeschwindigkeit in dem Spiel von 21,9 Knoten, was ungefähr dem Original entspricht, und hat eine Feuerreichweite von 12,1 Kilometer, was im Gegensatz zu den japanischen Schlachtschiffen doch sehr gering ist, weil die japanischen Schlachtschiffe auf derselben Stufe einfach mal eine Reichweite von 15,3 Kilometer haben, was im Gegensatz zu den amerikanischen Schiffen doch immer noch 3 Kilometer Unterschied sind, was in der Schlacht eigentlich ziemlich viel bringen kann. Das muss man ganz ehrlich sagen. Trotz all den Negativaspekten ist natürlich das Positive die 6 Türme A2 Kanonen. Und wie ihr das hier in den Replays, die ich euch gerade im Hintergrund vorspiele, seht, muss ich ganz ehrlich sagen, mir macht die Wyoming sehr viel Spaß, auch wenn die Reichweite sehr gering ist. Die Kanonen sind etwas genau, würde ich sagen. Also sie könnten etwas genauer sein, aber für meine Verhältnisse muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Schiff. Es lässt sich ziemlich schnell manövrieren und es fährt sich an sich sehr gut. So, das soll es erstmal zu der Vorstellung von der Wyoming sein. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Ich werde das Video, zumindest das Replay, im Hintergrund noch zu Ende laufen lassen. Schaut es euch ruhig bis zum Schluss an. Es ist zwar eine Niederlage, trotzdem war es für mich eine sehr gute Runde und sie hat Spaß gemacht. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen nach oben da und schreibt ruhig was in die Kommentare rein. Welches Schiff wollt ihr als nächstes vielleicht mal vorgestellt haben? Oder was möchtet ihr über World of Warships noch wissen? Schreibt es ruhig in die Kommentare rein und damit verabschiede ich mich erstmal. Bis zum nächsten Mal.